Zahnwurzel. Was ist eine Zahnwurzel? Die Zahnwurzel ist der Teil des Zahns, der im Zahnfach des Kieferknochens verankert ist und nicht sichtbar ist. Die Wurzel liegt unterhalb der Zahnkrone und befestigt den Zahn im Zahnfach des Kiefers. Sie wird dort vom Wurzelsegment und der Wurzelhaut fixiert. Den Übergang von Zahnkrone und Zahnwurzel bezeichnet man als Zahnhals.